Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video und ich hab's ein wenig verkackt, denn es sind insgesamt 5 Neujahrgeschenke, die man bekommt und nicht nur 3. Ich dachte bei den 3 wäre schon Schluss, aber wir haben jetzt noch 2 weitere bekommen und deswegen hier nochmal das Ergänzungsvideo. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja jetzt die Chance, ein Sternstück oder ein Kometstück zu bekommen. Natürlich wieder vor, wieder mit L, mit dem Internet verbinden. Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft braucht ihr dafür nicht, einfach nur mit dem Internet verbinden und dann zum Poképortal gehen. Dort angekommen, dann wieder zum Geheimgeschenk, per Seriencode Passwort empfangen und hoffentlich dieses Mal was anderes als Sternstaub. Der erste Code wäre GoFriendlyShop. Hier so geschrieben, GoFriendlyShop ersetzt einfach die Nullen durch O's und das I in Friendly durch eine 1 und yo, dann gucken wir mal. Ob wir vielleicht was anderes bekommen als Sternstaub, wäre definitiv wünschenswert. Geschenk, Item, nice. Aber keine Sorge, ich werde euch die ganzen Codes auch nochmal in die Beschreibung packen. Die könnt ihr wie beim letzten Mal alle bis zum 15.01. einlösen. Ja, dann könnt ihr euch hier eure ganz geilen seltenen Items abholen, Kappa. Die bekommt man sonst nirgendwo. Ja. Sternstaub, geil. Das ist das Item, was ich mir auf jeden Fall gewünscht habe. Ja, Mann. Ja. Kein langweiliges Kometstück oder Sternstück. Sternstaub, geil. Ich hoffe mal, mein letztes Geschenk wird auch so cool. Bitte. Das letzte Wort, das ihr nun eingeben müsst für das 5. Geschenk, ist It's up to you. Hier, it's up to you, also anstatt I eine 1 und anstatt die O's wieder Nuller. Und dann suchen wir mal und ja, werden wir jetzt 5 von 5 Sternstaub bekommen oder wird das letzte Geschenk doch ein wenig abwechslungsreicher und auch ein bisschen cooler vielleicht, wäre sehr wünschenswert. Jetzt 5 von 5 Sternstaub wäre schon ein bisschen mies. Was bekommen wir? Bekommen wir wieder Sternstaub? Was bekommen wir? Wir bekommen... Ja! 5 von 5 Sternstaub! Geil! Ja, Mann. Also, größte Zeitverschwendung überhaupt, sich hier die Geschenke abzuholen. Also, ich glaube, so 5 Sternstaub, die könnte man sich auch einfach in der Brutzelwüste innerhalb von 5 Sekunden holen oder so. Ja, also wie schon beim letzten Video gesagt, wenn ich kein Content Creator wäre, dann hätte ich mir diese Geschenke nicht mal abgeholt. Ich wollte es euch jetzt einfach nur zeigen, aber insgesamt, Freunde, kann ich euch sagen, es lohnt sich halt einfach gar nicht. Also in der Zeit, wo ihr die Geheimgeschenke holt, könnt ihr einfach schon mehr Geld farmen und vor allem auch mehr Sternstaub bekommen. Weil, keine Ahnung, die Kometstücke scheinen ja übertrieben selten zu sein, genauso wie die Sternstücke. Auch wenn ich schon häufiger gesehen habe, dass Leute die vereinzelt bekommen haben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, 5-mal Sternstaub zu ziehen. Sehr nice. Schreibt mir gerne mal eure Quote in die Kommentare. Was habt ihr denn alles gezogen? Habt ihr auch 5-mal Sternstaub bekommen? Oder hat sich zwischendurch bei euch doch ein Sternstück oder vielleicht sogar ein Kometstück rein verirrt? Gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon, Karmesin und Popo verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!